Hallöchen ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Grobi. Und zwar mache ich mit euch nochmal ein Teealbum zusammen und diesmal mit allen Maßen. Ich messe mir das ja immer nur so Pi mal Daumen aus, wenn ich so Logis lege. Aber ich habe mir jetzt einen Zettel gemacht. Und habe ich die Maßen hier aufs Cover, habe ich es nicht drauf geschrieben, aber ich habe mir alles aufgeschrieben. Das ist jetzt für ein Teealbum für die Mesmer-Teebeutel. Die sind 7,4 x 6,5 cm. Wenn ihr andere Teebeutel habt, müsst ihr natürlich die Maße dementsprechend anpassen. Fürs Cover habe ich mir gedacht, ich will die ja so reinpacken. Die sind 7,4. Das machen wir ein bisschen länger. Also habe ich mir gedacht, 8 cm fürs Cover. Vorne und hinten und in der Mitte den Steg mache ich 1,5 cm. Also kommen wir auf 17,5 und das ist 6,5. Der Teebeutel mache ich 1 cm länger, 7,5 das Cover. Also haben wir fürs Cover 17,5 x 7,5. Ich habe mir hier zwei vorbereitet. Ich habe mir hier schon angezeichnet, jeweils immer von jeder Seite 8 cm. Da muss das gefalzt werden. Das machen wir auch gleich. Dann brauchen wir zwei Seiten, wo wir die Teesachen reinmachen. Ich habe das jetzt alles schon für zwei immer vorbereitet, für zwei Büchlein. So, und da haben wir 7,4 ist es lang, der Teebeutel. Habe ich mir gedacht, machen wir mal, runden wir auf 7,5. Das erste Teil, was in die Mitte eingeklebt wird, ist 1 cm. Dann nochmal der Beutel, also kommen wir auf 16 cm. Und 6,5 brauchen wir zweimal, wir müssen es ja umschlagen. Und wir brauchen noch eine Klebelasche von 1 cm. Also brauchen wir 16 x 14 cm. Und das zweite ist ja der Steg ein bisschen kleiner. Das wird ja hier reingeklebt. Ist also nur 0,5, also brauchen wir noch eine zweite Seite mit 15,5 x 14 cm. So, und weil das mit Designpapier diese Taschen, das Papier immer reißt und es ziemlich fest wird, habe ich hier von diesem Kilopapier, ich weiß gar nicht, wo ich das mal her habe, habe ich mir das für die Innenseiten genommen und ein Stück Cardstock fürs Cover. Dann wollen wir das mal falzen. Ich mache meinen Teebeutel hier zur Seite. Ich habe mir das hier schon überall angezeichnet. Wo ist meine Zeichnung? Hier. Ich lege mir das mal hier ran. Gucke, wo ich hier meinen... Ich hoffe, ihr könnt was sehen, weil mein Schreibtisch ist ziemlich klein. Ich mache das mal ein bisschen weiter oben. So, ich lege mir das hier hin. Falze das. Einmal hier. Schiebe das ein Stück weiter. Und hier. So. Jetzt radieren wir das mal noch weg. Mein angezeichnetes. Hm. Ja, toll. So. Zack. Einmal nachfalzen. Damit haben wir schon das Cover für das Teealbum. Ist noch ein bisschen wabbelig, aber hier kommt noch Designpapier rauf, dann geht das. So, die erste Seite, die 16,4 x 14, wird auf der 14 cm Seite bei 6,5 und bei 13 gefalzt. Bisschen vorsichtig, ist dünnes Papier. Und bei 13 cm, dass wir hier diese Klebelasche haben. Und die 15,5 x 14 wird auch wieder bei 6,5 und bei 13 gefalzt, weil das bleibt ja gleich von der Länge. Und dass ich nicht durcheinander komme, messe ich mir immer von den Seiten einmal 7,5 von hier und einmal 7,5 von da ab und falze das. Dann müsste in der Mitte ein halber Zentimeter an Steg bleiben, der dann eingeklebt wird.
8 haben wir hier vergessen. Hier auch wieder von jeder Seite 7,5. Dann bleibt hier bei dem großen, müsste 1 cm bleiben. Also bleibt auch. Aber so können wir sicher gehen, dass die beiden Seiten immer gleich groß sind. So, das war schon die Falzerei. Wir falzen die Linien hier mal nach. Papier ist es immer ein bisschen schwierig. So. Dann wird das nämlich so zusammengeklebt. Und hier haben wir unseren Steg. Dann müssen wir hier nur noch, müssen wir gucken, wie wir es haben wollen. Am besten unten die Falz und so, dass wir hier vorne unsere Löcher reinmachen. Einmal auf der Seite. Ich mache hier mein Kreuz. Einmal hier und einmal hier. So, dann gucken wir, dass wir das ungefähr so mittig hier so ein bisschen ausstanzen. Zack. Dann haben wir die eine Seite schon fertig. Dann ziehen wir das hier auch noch mal nach. Dass wir das auch gerade haben. So. Die 0,5 sind ein bisschen kniffliger, so kleine Falzsachen, so enge. Das wird dann so zusammengeklebt. Dann haben wir die zweite Tasche. Jetzt haben wir gesagt, wir haben das so. Müssen wir mal gucken, dass wir das gleich haben. Wir haben die Klebelasche unten. So, genau. Also brauchen wir hier die Ausstanzung. Und hier die Ausstanzung. Also man kann zur Not auch beide Seiten ausstanzen. Das geht natürlich auch. Das ist natürlich auch kein Problem. So. Schnippel. Wo sind die Schnippel? Hängen wieder irgendwo im T-Shirt. So. Dann kleben wir das einfach schon mal hier zusammen. Wir können ja hier die Klebelaschen noch ein bisschen abschrägen. Falls es mit dem Falzen nicht ganz so geklappt hat und das nicht ganz so gerade ist. Ich zeige euch noch mal die ganze Seite, wie es jetzt aussieht. Dann könnt ihr das noch mal vergleichen. So, hier ist die Klebelasche. Hier ist der mittlere Steg. Hier und da wird ausgestanzt. So. Hier haben wir einmal die 1 cm, den 1 cm Steg und hier einen halben Zentimeter Steg. Und jetzt kleben wir das einfach zusammen. Hier können wir auch ein bisschen Klebstoff drauf machen. Dann rutschen uns die Teebeutel da nicht durch. So, einmal. Und die zweite Seite auch. Einmal hochklappen, einmal ein bisschen Kleber auf den Steg. Und auf die Klebelasche. Und zusammenkleben. So, jetzt gucke ich mal. Das sieht hier irgendwie nicht so sauber aus. Da müssen wir wohl noch was abschneiden. Da habe ich nicht ordentlich gefalzt.
aber das macht nichts. Wir haben ja sowieso ein bisschen größer die Taschen berechnet. Das sollte also auch noch passen. So. Ein bisschen Schmus immer. Man kann ja noch mal gucken. Passt trotzdem, oder? Ja, passt trotzdem rein hier. So, passt. So, Klebelasche war hier unten. Hier ist die Klebelasche unten. Aha, schön kleben. Jetzt kleben wir das kleine Teil in das große rein. Mittig. Auf die Rückseite wieder ein bisschen Klebstoff. So. So mittig reinkleben. Na, nochmal gucken, mittig. So. Jetzt seht ihr schon, das Innere ist ein bisschen kürzer. Aber wenn wir das jetzt so zuklappen, dann ist es wieder gleich lang. Das passt dann schon. So. Jetzt habe ich hier das grüne Papier. Ich würde sagen, ich mache es andersrum. Mache das braune nach außen. Ja. So, und jetzt kleben wir das Teil einfach hier mittig rein. Wieder Klebstoff drauf. Unten sind die Nähte. Mittig hier reingeklebt. So. Na, jetzt habe ich es nochmal verrückt. Ungefähr gerade ringsrum, jawohl. Ich muss jetzt ein bisschen anziehen. So, und schon haben wir unser Teebüchlein fertig. Jetzt könnt ihr das mit dem Band verschließen. Oder noch einen Riegel dran machen mit Klettpunkten. Ich habe hier so Klettpunkte. Ich glaube, ich werde Klettpunkte machen. Ich habe hier noch ein Stück übrig. Da denke ich mir mal, braucht man jetzt keine Maße für. Das kann man jetzt Pi mal Daumen machen, wie man es haben möchte. Hier ungefähr 10 cm. 10 cm ist fast zu lang. 8 cm. Und von der Breite her 3. So. Da runde ich mir die Ecken ab. So, jetzt kann man überlegen, hier noch Designpapier draufkleben. Soll der Riegel dann über dem Designpapier sein oder unter dem Designpapier? Ich würde es in dem Fall hier unter das Designpapier machen. Hier ist vorne. Deswegen würde ich den Riegel jetzt schon aufkleben. Auf der Seite, dass dann das Designpapier darunter kann. So. Einfach mittig hier drauf. So ungefähr. So. Ein bisschen gerade festkleben. Und hier ist mein fürs nächste. So. Und jetzt kann man das hier ein bisschen. Wir kommen ja jetzt noch die Teebeutel rein. Dann wird es ein bisschen dicker. So ungefähr. So.
Zack. Jetzt kommt natürlich erst noch Designpapier drauf. Hier innen ist nicht unbedingt notwendig. Und die Taschen brauchen wir auch nicht extra verzieren. Aber könnt ihr natürlich, hier könnt ihr noch Sprüche reinkleben oder was stempeln. So, ich habe jetzt leider nur noch einen Teebeutel hier oben, aber die passen hier schön rein. Und wenn man das dann zumacht, dann hat man ein schönes Büchlein. So, ich mache das schnell mal fertig mit Designpapier und dann zeige ich euch das fertige Ergebnis. So, ich habe jetzt hier vorne und hinten noch Designpapier aufgemacht. Ich habe hier noch so Reste gehabt, die habe ich einfach zusammengeklebt hinten mit Tesafilm. Kann man auch schön seine Reste verwerten. Hier habe ich den Klettverschluss angemacht. Und hier können jetzt die Teebeutel rein. Also schreibt es nicht mit schwarzem Stift rein, sondern ich habe das jetzt nur reingeschrieben, damit ihr seht, wo gefalzt werden muss. Und dann ist es auch schon fertig, das kleine Teebüchlein. Und diesmal habt ihr auch die Maße. Das war's schon. Ich sage danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Grovi. Tschüss.